2 und ich erkläre euch alle Fahrmodis. Also Elbtunnel, Party geht ab und viel Spaß beim Kennenlernen. Erlebnis-Video von dem BMW M2. Welche ganzen Fahrmodis es gibt, wie sie mir gefallen, wie sie mit dem Auto in Verbindung sind. Und ja, boah, hier stinkt's. Okay. Verschiedenste Fahrmodis, und zwar, ich werde euch mal eine Tabelle einblenden, die ist echt groß, da gibt es ganz schön viel zu beachten, aber in dem Fall werde ich jetzt einfach mal auf das beschränken, was ich jetzt hier so vor Ort habe, und zwar, wir fahren gerade in Automatik und Komfort, und da werde ich euch gleich mal was zeigen, weil jetzt passt das gerade ganz gut. Fünften Gang jetzt bei 1000 Umdrehungen im Komfortmodus, das mache ich Sport rein. Jetzt bin ich von 5 in 4 gewandert, dann nimmt langsam Fahrt auf, und jetzt schalte ich in Sport Plus. Jetzt bin ich im dritten Gang und ich habe nichts geändert. Und er zieht halt so ab. Und das sind halt so die unterschiedlichen Fahrmodis, die man einmal hat. Und das Ganze ist dann nochmal einmal unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel Komfort habe und habe jetzt nur die Traktion an, dann ändert er auch wieder Sound und den Gang. Das muss er erstmal warten, bis er den richtigen Gang sortiert hat. Zum Beispiel jetzt wieder fünften Gang. Jetzt drücke ich Traktionskontrolle. Es ist dann 4 gegangen. Er wollte eigentlich eben 6 schalten und baut ein bisschen Zug auf. Wenn ich Traktionskontrolle ganz ausmache, also DDC komplett off, macht er nochmal wieder mehr. Das heißt, ich habe wieder mehr Schwung, ihr hört das auch, ein bisschen mehr Sound. Und jetzt sind halt alle Helferchen aus. Und das ist so ein bisschen dieses ganze Tüdelüdel, was ich mit dieser DKG habe. Und zwar, ich habe Sport, Sport Plus, Komfort, Komfort mit Traktion, Sport mit Traktion und, ne, und Plus mit Traktion. Und das Ganze auch mal komplett off. Aber komplett auf ist eigentlich immer die gleiche Einstellung, glaube ich jedenfalls. Das heißt, man muss jedes Mal im Kopf haben, wo man ist. Und wenn man kurz ballern will, im Komfort ist es natürlich jetzt so, dass sich alles halt ein bisschen weicher anfühlt. Ich tritt mehr rein und das Auto kommt voran, aber nicht so spritzig und giftig, wie es halt sonst der Fall wäre. Wenn ich jetzt den gleichen Gaspedalbefehl mache in Sport Plus, zum Beispiel so wie eben, dann ist hier wieder, dann ist hier richtig Action in der Bude. Und diesen Spagat kann er gut, aber er nervt mich, weil ich doch einfach ein Auto habe, was dauerhaft so ist. Und jetzt zum Beispiel möchte ich dieses spritzige Gefühl haben, aber ich möchte jetzt nicht im dritten Gang fahren bei 3000 Umdrehungen, sondern einfach nur das Pedal soll so funktionieren. Das heißt, dieses elektronische Kennfeld denkt jetzt, er will ich die ganze Zeit ballern und gibt mir hohe Gänge, aber ich möchte nur das Gaspedal so spritzig haben und das ganze Gebrabbel, was er mir hier als Sound gibt. Das ist nämlich in Sport Plus Modus am geilsten. Aber mein Gaspedal soll so bleiben, aber was will ich jetzt mit dem zweiten Gang oder im dritten? Das ist mir eigentlich jetzt zu viel. Und das kann er auch nicht in Sport. Das heißt, wenn ich das jetzt wollen würde, müsste ich halt alles manuell sortieren. Nur dass ich halt selber an meinem Pedals oder hier mit meiner mit meinem Knüppel entscheide, wie ich gerade fahren möchte und in welchen Gang ich sein will. Dann hat man theoretisch das gleiche wie im Schaltgetriebe, dass man einfach immer ne, dünn schalten und kuppeln kann, nur das Kuppeln fehlt hier. Und das ist irgendwie für mich so eine Unlogik in sich, weil mir die Kupplung halt fehlt, weil ich dann nochmal einstellen kann mit meinem Fuß und mit meinen Gedanken, ob ich sanft kuppel, ob ich hart kuppel, ob ich das ein bisschen schleifen lasse. Und das ist so diese Entkopplung des Autos, des Feelings, was mir halt fehlt mit so einem DKG-Auto. Das heißt, wenn ich jetzt im sechsten bin, dann lernt man natürlich das Auto kennen, wie er aufbaut, Zug ist da, das macht er ganz geil, aber das ist dann wieder diese ganze Durchmischung von manuell, drei verschiedene Fahrmodis mit nochmal zweimal das Topping, mit komplett alles aus und noch aus und nicht aus und dann noch manuell Gänge sortieren, auch nochmal unterschiedlich, was für mich so viel Gewirr ist im Vergleich zu Schlüssel an, Gang rein und du fährst und das Auto fährt, wie es fährt. Das ist so ein Punkt, der mir eigentlich am besten gefällt, dass das Auto immer gleich fährt, nur der Fahrer immer anders fahren muss. Und hier ist es so, der Fahrer kann 100 mal anders fahren und das Auto kann 100 mal anders fahren. Und das ist irgendwie keine Symbiose, weil jedes Mal sich das anders verhalten kann, je nachdem welchen Fahrmodus du hast. Das heißt, du musst eigentlich neun Fahrmodi studieren oder wie viele es auch immer gibt, um dann zu verstehen, wie du das Auto zu bewegen hast. Und natürlich, wenn man jetzt mal guckt, warte, jetzt habe ich hier, muss ich wieder überlegen, was habe ich, Sport, das will ich, Sport Plus, jetzt rede ich mal kurz rein, welchen Gang nimmt er, und
guck mal, wie ihr die Gänge hier reinknallt. Das habe ich euch in einem anderen Video schon anders gezeigt. Und das heißt, man muss das Auto zum Beispiel derbe gut kennen, wenn man Sport Plus unterwegs ist. Da weiß ich jetzt nicht, wie das Auto funktioniert. Und ich jetzt in der Kurve bin und denke, ja, ich kann mal Gas geben und hack voll rein. Und dann denkt ihr, ah, er will von 3 auf 2 und haut mir in der Kurve mit so einem Bums den falschen Gang rein, den ich eigentlich nicht erwartet hätte. Und du hast alle deine Helfer aus und die Automatik schaltet unerwartet für dich, dann haut es dich raus. Also dann machst du einen kleinen Bogen in der Kurve und dann ist Feierabend. Und das sind so die Sachen, wie gesagt, ich habe das Auto nicht so bewegt, weil es nicht mein Eigentum ist und weil ich das nicht im öffentlichen Straßenverkehr so mache, dass ich dann so wie ein Behinderter um die Kurven baller. Weil mir das alles so gefährlich ist. Aber das wäre natürlich ein Fall, den man mal ausprobieren müsste, aber wenn das so ist, dann wäre echt scheiße, weil das würdest du ja normalerweise niemals machen mit einem Schaltgetriebe. Du würdest ja nicht auf die Idee kommen, ich knüppel mal jetzt richtig in der Kurve einen Gang rein, weil da weiß man nämlich, was passiert. Also da ist nämlich die Frage, wie schlau ist die Automatik wirklich oder wie agiert das Auto wirklich? Und das ist so genau dieser Punkt, diese Entkopplung und Kopplung mit und ohne Auto und Schaltgetriebe. Eigentlich mal so als Thema für euch verpackt. Und ja, eigentlich ist es so, man könnte sagen, eine Hassliebe so mäßig, weil mir das Schalten fehlt, aber das DKG extrem gut funktioniert und eigentlich dem Auto gut steht. Kann ich nicht anders sagen, weil wenn ich zum Beispiel reintrete, ist halt eine BMW-Automatik mit der BMW-Logik drin, nicht Ford Mustang-Logik. Wer das kennt, der weiß auf jeden Fall Bescheid. Dann schaltet er sofort, wenn ich so bin und ich gehe vom Gas, dann macht er sofort siebten Gang, am besten achten und neunten legt er mir vor, obwohl ich eigentlich sportlich fahren will. Da ist BMW immer sehr smart, wie er die Gänge vorsortiert. Und er hält den Gang auch lange und haut die auch entspannt und sportlich rein. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Gas gebe, gib mir halt den Gang und gib mir die Leistung. Und das macht er in allen Fällen immer sehr, sehr gut und es gefällt mir auch sehr gut, wie er das zum Beispiel wählt. Also wenn du hier mal reinfilmst, ich lasse ihn mal ein bisschen runterkommen mit den Gängen. Ich denke immer noch, ich bin am Ballern. Das ist ganz gut, jetzt macht er 5, vielleicht macht er 6 noch rein. So, und wenn ich jetzt ein bisschen vorankommen will, gebe ich Gas. Und er sortiert relativ schnell den vierten ein, was auch echt ganz nice ist. Aber dadurch geht zum Beispiel immer so ein bisschen die Charakteristik vom Motor verloren, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich das mache, verliere ich sofort das Turboloch, was der Wagen ja eigentlich in dem Bereich noch hätte. Also wenn ich jetzt voll reintrete, Loch, 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 ihr hört, er baut auf, baut, jetzt die Leistung da. Und das heißt, wenn man ein Auto und den Motor kennenlernen will, dann muss man auf jeden Fall auch mal die ganzen Gänge manuell fahren und auch mal hier in den Bereichen, wie ich das gestern gemacht habe, mal reintreten. Wie baut er die Leistung auf? Wie kommt er oben rum, um halt den Motor kennenzulernen? Und das geht halt in der Automatik nicht, wenn ich das jetzt mache. Dann gebe ich mal genauso Gas wie eben. Dann fehlt halt der Bereich von 1 bis 3000 und den kriegst du eigentlich gar nicht zu gespürt, weil immer irgendwas sortiert wird in dem Auto. Und jetzt guck mal, jetzt fahren wir gerade über die Kühlbahnbrücke. Solange es die noch gibt, die wird nämlich irgendwann abgerissen. Ich fahre mal hier im Tanker vorbei. Habt ihr mal so einen Blick von, sag ich mal, der höchsten Fahrbahn in Hamburg. Ja, nach links ist der Hafen mehr zu sehen, rechts Richtung City ein bisschen mehr. Nach links auch noch mal mehr Hafen. Und eigentlich ganz, ganz coole Kulisse, hier mal lang zu fahren. Da werden auch ein paar Schiffe gelöscht. Da rechts so ein dicker Evergreen, steht man nicht quer. Und da links davon, weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ganz viele Eisenbahnschienen mit Waggons und Güterwaggons und Container drauf und sowas. So, ich zieh mal hier vorbei. So, ja, das war jetzt einfach mal mein Fahrerlebnis-Knopfdruckschalter-Erlebnis-Video von dem BMW M2. Welche ganzen Fahrmodus es gibt, wie sie mir gefallen, wie sie ganz
wie sie mit dem Auto in Verbindung sind. Und ja, boah, hier stinkt's. Was geht hier? Boah, Alter. Brennt hier was oder was? Das riecht eher so. Riecht so nach Erde, ne? Ja, nach frischer Erde. Blumenerde. Ja. Staubiger Blumenerde. Ja. So, ich hab keine Ahnung, wie ich fahren muss. Ja, also, blumenerdenmäßig verabschiede ich mich aus dem grünen Hamburg. Nein, also das war einmal das Fahrmodi-Video. Einmal alles Mögliche im Detail erklärt, wie welcher Modus was macht, wie er agiert, wie die Automatik agiert. Wie gesagt, DKG steht dem Auto sehr gut, wenn man es mag, auf jeden Fall. Und Automatik-Fan ist echt, macht man nichts verkehrt mit. Aber wenn man durch und durch Schalter-Fanboy ist, so wie ich, dann geht's halt nicht. Das war's. Also Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr konntet ein bisschen was lernen. Und dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace. Ich hab grün. Nein, habe ich nicht, aber setzt euch vernünftig ins Auto, Leute. Dann könnt ihr auch anständig fahren. Also peace. Läuft noch? Mhm. Na, eine kleine Unterführung nur. Guck mal, jetzt weiß ich schon wieder nicht. Jetzt habe ich eine Unterführung, dann muss ich 1000 Knöpfe drücken. Das war nice. Aber dann muss ich. Bei mir mache ich einfach Kupplung, zweiten und Action. Und hier muss ich erstmal verwirrt alle möglichen Knöpfe drücken, um schnell mal den Tunnel hier noch mitzunehmen. Hier war ich ja noch nie. Bist du hier schon mal? Nee. Wo sind wir? Ja, irgendwo hier, Karl Kurt Enkelmann, Eckelmannstraße. Ja. So, den nehmen wir hier nochmal mit. Also das ist zum Beispiel Kurve und ich würde gerne voll reintreten, aber ich weiß nicht, was er macht. Also, was mache ich jetzt? Manuell. Weil da weiß ich jedenfalls, welche Gänge er nimmt. Und zwar, das bestimme ich dann wiederum selber. Also das ist so ein bisschen das Kuddelmuddel, was ich versuche zu erklären. Das Video geht weiter. Also, das ist so das Kuddelmuddel, jetzt muss ich links, was ich versuche in dem Video zu erklären, weil man immer darüber nachdenken muss, so, ah, schnell Unterführung, warte, was bin ich, wo sehe ich das, hier Sport Plus, ah, okay, gut. Finde ich zu kompliziert, da möchte ich das einfach durch einen einzigen Befehl, Kupplung, Gangwahl am liebsten selber bestimmen. Und jetzt möchte ich wieder entspannter fahren, also muss ich wieder Komfort drücken. Jetzt kommt die nächste Unterführung, also wieder Sport Plus drücken. Ja, oder man kann es auch ein bisschen einfacher machen mit diesem MDM-Schalter. MDM ist dieser Traktionskontrollenschalter. Dann ändert er auch den Fahrmodus. Einmal drücken, ändert er auf jeden Fall was. Weil ich war schon im hohen Gang, jetzt natürlich nicht. Und wenn ich das, jetzt haben wir wieder Blumenerde hier, und wenn ich den gedrückt halte, ändert sich auch nochmal was. Also man kann es auch mit einem Knopf so mäßig kriegen, aber ja, sehr, ist halt zu viel Technik für mein Gehirn, dafür, wie ich mein Auto fahren will, muss ich darüber zu viel nachdenken, bevor ich es fahren will, muss ich erstmal denken, welche Knöpfe drücke ich, um so zu bewegen, wie ich es gerne bewegen wollen würde. So, jetzt, wie muss ich fahren? Rechts. Fahren wir mal rechts. Flensburg. Was habe ich drin? Guck mal, jetzt schon mal, wie weiß ich nicht. Die ganze Zeit am Rumrühren bin. Komfort. Ah, okay. So, das war's, Leute. Nee, noch nicht. Hafen, Hafen, Hafen. Ganz geil. Also, was sehen wir hier alles? Ganz viel. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht. Was sehen Sie? Machen wir wieder Fenster zu. Hier links wieder Hafen. Rechts, guck mal, Kühlbahnbrücke. Da sind wir gerade lang gefahren. Rechts, rechts, rechts. Da sind wir gerade lang gepiekt. Kühlbahnbrücke. Ja, die wird jetzt abgerissen. Eigentlich war Diskussion, ja, wir bauen erstmal eine neue und dann reißen wir sie ab und dann, ach nee, wir reißen jetzt nur noch ab. Brauchen wir ja nicht mehr. Hafen brauchen wir nicht. Import, Export brauchen wir auch nicht. Können wir auch abreißen. Machen wir einen Park hier hin. Ein paar Bäume. Ein Park. Ja. Also ist schon ein Wahrzeichen von Hamburg. Tut mir in der Seele weh, ne? Dass das halt weg soll. Kommen wir Richtung Elbtunnel. Aha. Ich hoffe, wir kommen noch nach Hause. 50 Kilometer Reichweite haben wir noch.
Ja, kommen wir zum Verbrauch. Verbrauch von dem Auto. Realistisch, wie ich gefahren bin. Und ihr habt gesehen, wie ich gefahren bin. Also ich habe das Auto ja auch kennengelernt. Schauen wir mal rein. Ne? 15,3 Liter. Ja, ist das jetzt sparsam oder nicht? Ich weiß, wie ich ihn gefahren bin. Dafür sind 15 Liter auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt denkt sich M2 Luis, oh mein Gott, wie ist er gefahren? Ich krieg das nicht hin. Nein, aber 15 Liter sind auf jeden Fall, ich merke halt, er verbraucht mehr als mein 330i, wenn ich chillig fahre. Aber eigentlich kann er schon einen ganz guten Spagat zwischen sparsam, sportlich und Durst. Das Einzige, was da auffällt, ist, der Wagen hat nur 52 Liter Tankvolumen. Und am Anfang habe ich so gesagt, ja, okay, mach's mal 45 Euro rein. Und habe mich dann gewundert, dass die Tanknadel von, so wie sie jetzt war, von einem Strich oder kurz vor Reserve, dann bis mehr als drei Viertel voll war. Also es war ein Strich vor voll. Und das habe ich jetzt in 200 Kilometer wieder reduziert auf einen Strich. Also der Bereich von hier bis da, den habe ich weggeballert in 200 Kilometern. Also das heißt, wenn man so fährt, wie ich jetzt gefahren bin, und ich habe jetzt noch 50 Kilometer Reichweite, und dann ist der Strich 50 Kilometer und der Strich auch 50 Kilometer. Ne? Also wenn man der Strich 50 Kilometer sind und der Strich 50 Kilometern und man fährt so wie ich fahre, dann haben wir eine Reichweite von 300 Kilometern. Da muss man wieder tanken. Geht zwar schnell, dauert nicht so lange wie mit einem Elektro, aber ich denke, das kann er auch anders. Ich denke, man kann ihn auch so mit 10 Litern konstant bewegen. Dann hast du auf jeden Fall deine 500 Kilometer Reichweite. Die sollte man schon hinkriegen, wenn man normal unterwegs ist. Ja. So, Soundcheck im Elbtunnel noch zum Abschied oder was? Ja, machen wir mal. Ich mache mal nur meine Seite auf. Also jetzt kommt wieder das Prozedere. Knöpfe drücken, Fenster auf. Und dann gib ihm. Abonnieren, subscriben.